Kapitel 14 Polen und der Vatikan. Religiosität und andere durch jahrhundertelange Unterdrückung begründete Charaktermerkmale des polnischen Volkes. Bündnis der reaktionären Kreise Polens mit der katholischen Kirche. Todfeindschaft gegen die Sowjetunion. Erste Schläge des neuen polnischen Staates gegen Sowjetrussland. Die Annexionspolitik der polnischen Nationalisten gegen Sowjetrussland. Polens Innenpolitik. In Polen wird eine der ersten faschistischen Diktaturen Europas errichtet. Grundlage der polnischen Außenpolitik vor dem Zweiten Weltkrieg: Feindschaft gegen die Sowjetunion. Oberst Becks späte Erkenntnisse. Der Einmarsch der Hitler-Wehrmacht in Polen am 1. September 1939, wenige Monate nach der Zerschlagung der Tschechoslowakei, bedeutete den Beginn des Zweiten Weltkriegs. Die Polen kämpften tapfer, aber hoffnungslos gegen die gut ausgerüsteten, größtenteils motorisierten Verbände der Nazi-Wehrmacht. Sie verloren in kaum 3 Wochen ihre Unabhängigkeit, aber polnische Armeen, Luftwaffeneinheiten und Kriegsschiffe setzten an fast allen Fronten des Zweiten Weltkriegs den Kampf gegen Nazi-Deutschland fort. Die polnische Nation, die klassische Märtyrernation Europas, hatte einen wenig beneidenswerten geschichtlichen Weg hinter sich. Hier sind wohl auch die wesentlichen Gründe dafür zu suchen, dass die Lage Polens bei Ausbruch des Zweiten Weltkriegs längst nicht so einfach war, wie es auf den ersten Blick scheinen möchte. Nur wenn man den Hintergrund im Auge behält, vor dem sich Polens Innen- und Außenpolitik entwickelte, ist es möglich, wenn auch nur oberflächlich, die Ursachen für den polnischen Zusammenbruch zu verstehen. Bevor wir uns aber mit diesem Hintergrund befassen, müssen wir feststellen, dass hier nicht der Ort ist, die sozialen, ethnischen, territorialen und politischen Triebkräfte zu analysieren, die vor allem in der Periode zwischen den beiden Weltkriegen in Polen wirkten. Wir können lediglich die polnische Tragödie hinsichtlich der Probleme untersuchen, mit denen wir uns in diesem Buch befassen, der Probleme der katholischen Kirche. Diese Probleme hatten in Polen ein besonderes Gewicht, denn Polen war ein extrem katholisches Land. Im nördlichen Teil Europas blieb jahrhundertelang nur ein Land dem Vatikan treu, das katholische Polen. Seit im Jahre 1574 sein französischer König nach Frankreich zurückkehrte, in Anführungsstrichen die Kronjuwelen mit sich nehmend und die Jesuiten zurücklassend, wie Michalet sich treffend ausdrückte, war Polen ein Bollwerk des Katholizismus. Schon oft wurde der berechtigte Vergleich angestellt, dass das katholische Polen der Vergangenheit das Irland Nordeuropas gewesen sei. Es widerstand den brutalen Unterdrückungsmaßnahmen der russischen Zaren und ihren Versuchen, die Liebe des polnischen Volkes zu seiner Nation und zu seiner Kirche auszurotten. Aufgrund des Verlustes seiner nationalen Unabhängigkeit und aufgrund zahlreicher anderer Tatsachen war Polen zu Beginn des Ersten Weltkriegs auf allen Gebieten menschlicher Errungenschaften weit zurückgeblieben. Die katholische Kirche war trotz der unablässigen und grausamen Verfolgung, denen sie ausgesetzt war, in der ganzen Zeit der Unterdrückung der vorherrschende Faktor im Leben des Landes. Die polnischen Arbeiter gehörten zu den niedrigst bezahlten Europas. Ein weiteres Charaktermerkmal der Polen war ihre Frömmigkeit. Die Polen waren so intensiv religiös, dass ihre Frömmigkeit selbst in den Städten, die der entlegensten Winkel Chiles und Perus übertraf. Dieses Merkmal des polnischen Volkes wäre nicht wert erwähnt zu werden, wenn sich bis heute nichts dran geändert hätte. Wir beziehen uns nur darauf, um nachzuweisen, wie groß der Einfluss der katholischen Kirche in der Bevölkerung gewesen ist.
Diese Frömmigkeit war ein Attribut des ganzen Volkes, auch seiner oberen Gesellschaftsschichten, die, als Polen seine politische Unabhängigkeit wiedererlangt hatte, nicht nur in religiösen, sondern auch in sozialen und politischen Fragen zu den ergebensten Dienern des Vatikans gehörten. Dies hatte seine Ursache vor allem darin, dass die polnische Oberschicht aus den reaktionärsten Elementen des Volkes, vor allem aus Großgrundbesitzern bestand. Die Interessen dieser reaktionären Schichten trafen sich mit denen der katholischen Kirche. Eine Maxime beherrschte ihre gesamte Politik. Glühender Hass gegen Russland als benachbartes Land und fanatischer Hass gegen Russland als Zentrum des Kommunismus. Darin stimmten die polnischen Reaktionen und die katholische Kirche völlig überein. Die Polen betrieben daher auf dieser doppelten Grundlage des Nationalismus und des Katholizismus eine Politik des unablässigen Boykotts der Sowjetunion. Obwohl Polen allen Anlass gehabt hätte, das Wiederaufleben des deutschen Imperialismus zu fürchten, konzentrierte es, vom Nationalismus und Katholizismus mit Blindheit geschlagen, seinen ganzen Hass auf den östlichen Nachbarn. Das katholische Polen und der Vatikan mussten, um eine gemeinsame Politik betreiben zu können, vorerst ihre Position im Lande stärken. In Polen gab es, wenn auch nur in kleinerem Maßstab, alle die Probleme, die durch den Vatikan und durch die katholische Kirche in ganz Europa zu lösen waren. Die Hauptziele der polnischen Innenpolitik waren Erhaltung des Status quo für die reichen Großgrundbesitzer und die Aristokratie, Polnisierung der nationalen Minderheiten und Bekehrung aller, die nicht der allein selig machenden Kirche angehörten. Die praktischen Ziele dieser Politik waren, die Ausbreitung des Kommunismus zu verhindern und ihn möglichst zu zerschmettern, ferner die nationalen Minderheiten, vor allem die Ukrainer, zu unterdrücken und zu Polen zu machen, gleichzeitig die orthodoxe Religion auszurotten und durch den Katholizismus zu ersetzen. Der Vatikan hatte sich noch weitere Ziele gesteckt. In der Kräftekombination, mit der er diese Ziele erreichen wollte, war dem katholischen Polen eine bedeutende Rolle zugedacht. Der Vatikan beabsichtigte, das atheistische Sowjetrussland zu vernichten. Als ersten Schritt auf diesem Weg wollte er die orthodoxe Religion durch die katholische ersetzen, um dann mit Hilfe einer ihm unterstehenden Hierarchie die Sowjetmacht zu unterminieren und zu stürzen. Wir werden noch sehen, wie der Vatikan, so absurd es klingt, zeitweise sogar versuchte, die Hilfe der Sowjetregierung zur Zerstörung der orthodoxen Kirche in Anspruch zu nehmen. Die gegen Sowjetrussland gerichteten Pläne des Vatikans wurden von den polnischen Nationalisten, die bereits unmittelbar nach der Wiedergeburt des polnischen Staates von einer territorialen Ausdehnung ihres Landes auf Kosten Sowjetrusslands träumten, auf das Wärmste begrüßt. Verbündete zur Verwirklichung dieser Träume fanden sich rasch, denn an Hassern des Kommunismus fehlte es in der Welt nicht. Paderewski, der erste polnische Ministerpräsident und Außenminister, brauchte wenig Mühe, um die französische Regierung davon zu überzeugen, dass Polen als ein erbitterter Feind Sowjetrusslands gestärkt werden müsse, wenn es seine Rolle als, in Anführungsstrichen, Bollwerk gegen den Kommunismus mit Erfolg spielen sollte. Mit dem Beistand der französischen Regierung wurde während der Versailler Friedenskonferenz beschlossen, große Gebiete Weißrusslands und der Ukraine von Sowjetrussland loszureißen und Polen anzugliedern. Die polnischen Nationalisten gaben sich jedoch damit nicht zufrieden. Sie träumten davon, ein, in Anführungsstrichen, Großpolen zu errichten und die Grenzen ihres Landes bis zum Schwarzen Meer auszudehnen. Der Vatikan sagte ihnen dafür seine Unterstützung zu. Im Frühjahr 1919 rüsteten die polnischen Nationalisten, unter denen sich eine Reihe hoher katholischer Würdenträger hervortat, mit Hilfe der Alliierten eine starke Invasionsarmee aus und begannen ohne Kriegserklärung sowjetisches Gebiet zu besetzen. Sie nutzten dabei den Umstand aus, dass die Kräfte der Roten Armee zu dieser Zeit durch die Abwehr der Intervention
in anderen Gebieten des Riesenreiches gebunden waren. Im Juni 1920 begann die Rote Armee ihre Gegenoffensive und brachte innerhalb weniger Wochen die Großmachtpläne der polnischen Nationalisten zum Scheitern. Trotz seiner militärischen Niederlage erhielt Polen im Friedensvertrag von Riga durch die Unterstützung der Alliierten große Teile Weißrusslands und der Ukraine zugesprochen. Gerade Polen, das jahrhundertelang am eigenen Leib ausländische Unterdrückung zu spüren bekommen hatte, bediente sich, als es endlich frei geworden war, der undemokratischsten Methoden zur Befreiung seiner nationalistischen und religiösen Sentiments. Die polnischen Nationalisten begannen mit Hilfe der katholischen Hierarchie die Bevölkerung von ihnen annektierten sowjetischen Gebieten zu terrorisieren, um sie zur Aufgabe ihres orthodoxen Glaubens und ihrer Verbundenheit mit Sowjetrussland zu zwingen. Natürlich war nicht allein Polen auf die Vernichtung des Kommunismus aus, auch mächtige, von den sowjetischen Grenzen weit entfernte Kräfte im Westen hatten die Ausrottung der in Anführungsstrichen Bolschewisten mit Waffengewalt beschlossen. Die westlichen Siegermächte rüsteten mehrere militärische Expeditionskorps aus, die den Weißgardisten helfen sollten, die Sowjetmacht zu zerschlagen. Die Polen aber stürzten sich am leidenschaftlichsten von allen in diesen sowjetischen Kreuzzug. Nicht zufällig residierte zu dieser Zeit der große Feind des Kommunismus, Achille Ratti, der spätere Papst Pius XI. Als diplomatischer Vertreter des Vatikans in Warschau. Während das militärische Abenteuer Polen trotz westlicher Hilfe teuer zu stehen kam und die Rote Armee die polnischen Truppen unter Marschall Pilsudski bis vor die Tore Warschaus verfolgte, bemühte sich der Papst vergeblich, die Sowjetregierung für seine Pläne zu gewinnen. Als dann die Sowjetregierung 1925 dem Vertreter des Vatikans keine Genehmigung zur Einreise in ihr Land erteilte, ließ der Vatikan alle Hemmungen fallen und überschwemmte die Welt mit einer Propagandaflut über, Zitat, sowjetische Grausamkeit gegen die Religion, Zitat Ende. Diese Propaganda berief sich auf die Tatsache, dass eine Reihe katholischer Priester in der Sowjetunion verhaftet und erschossen worden war, verschwieg aber, dass diese Geistlichen nicht wegen ihrer religiösen Überzeugung, sondern allein deshalb verurteilt worden waren, weil sie als Agenten der polnischen Regierung gearbeitet hatten, die niemals aufhörte, Komplotte gegen ihren östlichen, in Anführungsstrichen atheistischen Nachbarn zu schmieden. Diese religiöse Hetze gab dem Hass auf die Sowjetunion, der viele historische, nationale und ethnische Wurzeln hatte, in Polen neue Nahrung. Nachdem die Pläne zur Zerstörung Sowjetrusslands gescheitert waren, begann das katholische Polen im eigenen Lande alle Kräfte auszurotten, die verdächtig waren, gleichen oder ähnlichen Ideen wie Sowjetrussland anzuhängen. Die Kirche und die herrschenden Schichten Polens verabscheuten jeden demokratischen Gedanken. Die polnischen Kommunisten wurden von der Regierung mit härtestem Terror verfolgt. Die katholische Reaktion organisierte Pogrome gegen nationale und religiöse Minderheiten. Im Jahre 1923 versammelte sich vor der griechischen Kathedrale in Leopol eine große Menschenmenge, um gegen die Religionsverfolgung zu protestieren. Sie wurde von polnischen Truppen mit Gewehrschüssen und Säbelhieben auseinandergetrieben. Sozialistische Abgeordnete im Sejm und im Senat erhoben von dieser Gewalttat erschüttert lauten Protest. Dieser Protest war ein Alarmsignal für die katholische Reaktion und für die katholische Kirche. Sie fürchteten, dass ihre Pläne durch die Kommunisten zum Scheitern gebracht würden. Daher suchten sie nach Mitteln und Wegen, eine solche Entwicklung zu verhindern. Im Mai 1926 löste Piłsudski vom Vatikan und von der polnischen Hierarchie wärmstens unterstützt durch einen Stadtstreich das Parlament auf und machte sich zum Diktator Polens. Er sperrte die Kommunisten ein und beseitigte alle noch vorhandenen Reste demokratischer Freiheiten. Das katholische Polen war also eines der ersten Länder Europas, in dem nach dem Ersten Weltkrieg eine halbfaschistische Diktatur errichtet wurde.
Von diesem Zeitpunkt an begannen die großen Pläne der katholischen polnischen Nationalisten und Reaktionäre und der katholischen Kirche rasch Gestalt anzunehmen. Wir erwähnten bereits, dass nach dem Ersten Weltkrieg Russland Gebiete an Polen abtreten musste. In diesen Gebieten lebten etwa 7 bis 8 Millionen Weißrussen und Ukrainer, von denen fast die Hälfte der russisch-orthodoxen Kirche angehörten. Außerdem lebten in den Minderheitsgebieten etwa 1 Million katholische Polen, 1 Million Juden, 4 Millionen griechisch-unierte, die, obwohl sie griechischen Riten anwendeten, die Autorität des Papstes anerkannten, und etwa 4 Millionen antipäpstliche orthodoxe Katholiken. Vor und nach der Annexion dieser Gebiete hatten die Polen den Großmächten das feierliche Versprechen gegeben, die nationalen, sozialen, politischen und religiösen Rechte dieser Minderheiten zu respektieren. Aber die katholische Reaktion trieb von Anfang an ein rücksichtsloses Doppelspiel, das nur zu verstehen ist, wenn man ihren nationalen und religiösen Fanatismus kennt. Sie hatte nie eine andere Absicht gehabt als die, den Ukrainern ihre völkische Eigenständigkeit zu nehmen und ihre orthodoxe Kirche zu zerstören. Sie raubte den Ukrainern mit brutaler Gewalt eine Freiheit nach der anderen, unterdrückte ihre Schulen und ihre Sprache und versuchte sie zu, Zitat, einzig wahren und göttlichen Religion, Zitat Ende, zu bekehren. Der Vatikan wies die polnische Hierarchie und die polnische Regierung an, diese in Anführungsstrichen Konversion weniger durch direkte Beeinflussung der Bauern als durch Verdrängung der orthodoxen Geistlichen herbeizuführen. In kurzer Zeit wurden daraufhin mehr als 1000 orthodoxe Priester eingesperrt. Allein in einem Gefängnis befanden sich unter 2000 politische Gefangenen, überwiegend Demokraten und Kommunisten, 200 Geistliche. Die Gefängniswärter hatten Befehl, die Geistlichen besonders schlecht zu behandeln. Tausende Ukrainer wurden exekutiert. Zitat: Ganze Ortschaften wurden durch Massaker ausgerottet. Zitat Ende. Les Atrices Polonaises en Galicie Ukraine von V. Teninski und J. Boratsch, British Museum. Die Schrift wurde als dokumentarisches Beweismaterial für die polnischen Verfolgungsmaßnahmen 1990 Clementur überreicht. Die katholische Kirche war mit den Maßnahmen einverstanden. Einer ihrer Bischöfe saß sogar in dem Gremium, das mit ihrer Durchführung beauftragt war. Im Jahre 1930 befanden sich etwa 200.000 Ukrainer im Gefängnis. Die katholischen Reaktionäre wandten die furchtbarsten Foltermethoden an, Foltermethoden, die denen der Nazis in nichts nachstanden, die zur Bestrafung der in Anführungsstrichen ukrainischen Rebellen, ausgesandten militärischen in Anführungsstrichen Strafexpeditionen, wurden von katholischen Priestern begleitet. Die polnischen Soldaten waren sehr fromm, gingen regelmäßig zur Messe und trugen Heiligenbilder bei sich. Das hinderte sie jedoch nicht, unter den Augen ihrer, in Anführungsstrichen, Seelsorger, die entsetzlichsten Verbrechen wie Folterung, Plünderung, Brandschatzungen, Kirchenschändungen und Massenerschießungen zu begehen. Zitat: Die meisten orthodoxen Kirchen wurden von polnischen Soldaten geplündert und als Pferdestähle, ja sogar als Latrinen benutzt. Zitat Ende. Atrocities in der Ukraine, Seite 25, herausgegeben von Emily Wewyrk, 1931 in den USA erschienen. Diese Tatsachen sind vielleicht vielen Lesern neu und mögen bei manchen Zweifel wecken, aber es gibt über sie zahlreiche unparteiische und dokumentarische Veröffentlichungen sowie Berichte bekannter Zeitzeugen. Ich denke vor allem an den Manchester Guardian, an die Chicago Daily News, an die New York Times Herald Tribune und an das von dem französischen katholischen Schriftsteller René Martel verfasste Buch Le Français et la Polonais, 1931, aus dem wir bereits zitierten. Diese Verfolgung dauerten länger als 15 Jahre. Sie ließen erst nach,
als die Aggressionsabsichten der Nazis Europa zu beunruhigen begannen. Durch die polnische offizielle Sprachregelung wurden die Ukrainer als in Anführungsstrichen Rebellen bezeichnet, jedoch weniger, weil sie sich weigerten, ihre nationale Eigenständigkeit aufzugeben, als vielmehr, weil sie ihren orthodoxen Glauben die Treue hielten. Die polnische Hierarchie und der Vatikan waren vielmehr auf die Konversion der Ukrainer versessen, als die Nationalisten auf die Polonisierung. Die polnischen Bischöfe leiteten die Religionsverfolgung. In ihrem Auftrag schufen polnische Laien und katholische Institutionen entsprechende Organisationen und sammelten Gelder, um die Verfolgung bis in die entlegensten Dörfer zu tragen. Dutzende vatikanischer Visitatoren reisten durch Polen, um sich vom Fortschritt der Konversion zu überzeugen. Kirchliche Inspekteure pendelten ständig zwischen Rom und Warschau und übermittelten ausführliche Berichte und Statistiken über den Fortgang der Aktion. Der päpstliche Nuntius in Warschau, der eng mit der polnischen Hierarchie verbunden war und mit ihr Hand in Hand arbeitete, hielt außerdem Kontakt mit französischen katholischen Generälen, namentlich mit General Weigand, der von 1920 bis 1922 die polnische Armee für ihren Kampf gegen die Sowjetunion reorganisierte. Wir werden später, in dem Kapitel über Frankreich, auf diese Frage zurückkommen. Während der Vatikan unablässig gegen das atheistische Russland und den Kommunismus hetzte und die Welt mit Schreckensberichten über angebliche Grausamkeiten und Ungerechtigkeiten der Kommunisten gegen christliche Gläubige überschwemmte, während er überall Hass gegen ein Regime zu wecken versuchte, das angeblich die Religion unterdrückte, spielten sich gleichzeitig anderthalb Jahrzehnte lang unter seiner unmittelbaren Anleitung in Polen die schlimmsten Religionsverfolgungen ab, die die neuere Geschichte kennt. Für jeden unparteiischen Beobachter war die polnische Außenpolitik in der Zeit zwischen den beiden Weltkriegen ein ungewöhnlich delikates Problem. Die polnischen Politiker hätten gut getan, weniger delikat zu sein, sich von allen religiösen oder ideologischen Hassgefühlen frei zu machen und eine Außenpolitik zu betreiben, die vor allem den Interessen ihres Landes diente. Als die Nazis durch den Aufbau ihrer ungeheuren Militärmacht alle Zweifel darüber verdrängten, welche Ziele sie verfolgten, wäre es für Polen höchste Zeit gewesen, sich mit der Sowjetunion zu verbünden. Die Sowjetunion war das einzige Land, das den Polen im Falle eines Angriffs unmittelbar hätte Hilfe leisten können. Aber Polen hielt hartnäckig und wie mit Blindheit geschlagen an seiner antisowjetischen Politik fest, schürte den Hass gegen die Sowjetunion und suchte Annäherung an die Nazis. In den Anfangsjahren des Nazismus, 1936, war Polen eines der wenigen Länder, die Frankreich aufforderten, gegen die militärische Besetzung des Rheinlands durch Hitler einzuschreiten. Das war eine verständliche Reaktion, denn Polen hatte erst kurz zuvor seine staatliche Selbstständigkeit errungen und fürchtete, dass Deutschland von neuen Ansprüchen auf polnisches Territorium geltend machen würde. Aber schon wenige Monate später bestieg es selbst Hitlers Wagen, wurde im Inneren immer mehr faschistisch und trat in der internationalen Arena als ein ergebener Verbündeter Nazi-Deutschlands auf. Es half Hitler bei der Zerschlagung der Tschechoslowakei und war eines der ersten Länder, das einen Anteil an der gemeinsamen Beute verlangte. Polen entwickelte sich zu einem Nazistaat im Kleinen. Es beteiligte sich an den hitlerischen Raubzügen, rasselte gern mit dem Säbel, gebrauchte in Hitlers Manier große Worte und wiederholte die Schlagworte der Nazis. Es sprach von Lebensraum, den die Polen brauchten, vorerst in Europa, später in Afrika. Es wollte Kolonien haben und sie sich nehmen, falls man sie ihm verweigerte. Da Hitler in derselben Zeit die gleichen Worte gebrauchte, bedeutete die Forderung Polens nichts anderes, als dass es sich an Hitlers Rockschüsschen hängend eigene Kolonien verschaffen wollte. Man ließ durchblicken, dass es in Russland genug Lebensraum für die überzählige polnische Bevölkerung und genug Rohstoffe für die polnische Industrie gäbe. Polen hatte faktisch
Der polnische Außenminister bestätigte später, mit Nazi-Deutschland ein Bündnis geschlossen. Obert Beck, Januar 1940. Hat er es das aus eigenem Antrieb getan? Innenpolitisch lagen, wie wir bereits zeigten, ausreichende Berührungspunkte vor. Außenpolitisch wurde das Bündnis von den westlichen Demokratien und vor allem von Vatikan inspiriert, die alle in der Hoffnung lebten und danach strebten, Hitlers Aggressivität gegen die Sowjetunion zu lenken. Über die Ereignisse, die dem Ausbruch des Zweiten Weltkriegs vorangingen, vor allem über das Verhältnis zwischen dem Vatikan, Hitler und Polen, wurde bereits gesprochen, ebenso über das Abkommen zwischen Pius XII. Und Hitler hinsichtlich des zeitweiligen Charakters der Besetzung Polens, über den Plan, der sich dahinter verbarg, und über die Strategie des Vatikans, deren Ziel die Vernichtung der Sowjetunion war. Da wir in dem Kapitel über Frankreich noch einmal auf diese Frage stoßen werden, wollen wir uns hier begnügen, einem Mann das Wort zu erteilen, der besser als jeder andere wusste, welche Verantwortung der Vatikan für die polnische Tragödie trug. Oberst Beck leitete lange Jahre hindurch die polnische Außenpolitik und steuerte sie vor dem Ausbruch des Zweiten Weltkriegs in das Kielwasser der Nazis. Nach dem Zusammenbruch Polens flüchtete er desillusioniert und krank ins Ausland. Seine Worte enthüllen die Rolle, die der Vatikan bei der Festlegung der polnischen Außenpolitik gespielt hatte. Zitat: Einer der Hauptverantwortlichen für die Tragödie meines Landes ist der Vatikan. Zu spät erkannte ich, dass wir eine Außenpolitik betrieben hatten, die lediglich der egoistischen Zielsetzung der katholischen Kirche diente. Wir hätten nicht die Unterstützung Hitlers, sondern die Freundschaft mit der Sowjetunion suchen sollen. Zitat Ende. Auszug aus einem Bericht des italienischen Botschafters in Bukarest im Februar 1940 an Mussolini. Der Botschafter stellte ausdrücklich fest, dass er selbst mit Oberst Beck gesprochen habe. Kann es ein vernichtendes Urteil über die Einmischung der katholischen Kirche in das Leben einer modernen Nation geben? Aber die Politiker und die Parteien, die nach der Besetzung Polens in London eine polnische Exilregierung bildeten, zogen keine Lehren aus der Vergangenheit. Sie verhielten sich aufgrund ihrer nationalen, sozialen, politischen und religiösen Herkunft zum Vatikan und zum Sowjetunion nicht anders als ihre Vorgänger. Von 1940 bis Kriegsende spannten sie in London zahllose Intrigen zwischen dem Vatikan und den Alliierten und ließen keine Gelegenheit ungenutzt, der Sowjetunion entgegenzuwirken.